Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück bei The Forest. Ich bin zwar ziemlich verstrahlt, aber ich dachte mir, es ist der perfekte Zeitpunkt, um ein Video zu machen. Und ich muss jetzt hier erstmal klarkommen. Es sieht nicht so aus, als wäre es Tag. Wir mussten ja abrupt aufhören. Ja. Und jetzt muss ich erstmal die Lage checken. Okay, die gescheckte Lage sagt, es ist irgendwie dunkel. Der Mond geht gerade unter. Ich würde sagen, wir legen uns trotzdem mal hin. Letztes Mal haben wir ja auch gewartet, wo der Mond untergegangen ist, und das hat ziemlich lange gedauert. So. Jawohl. So sieht das doch schon besser aus. Wir werden uns auch direkt mal was Leckeres auf den Grill hauen, würde ich sagen. Nehmen wir wieder einen schönen Lizard, eine schöne Eidechse. Vernaschen, vernaschen. Ja, sieht doch schick aus, was wir hier an Holz gefarmt hatten. Heute können wir mal überlegen, was wir damit Kreatives anstellen. Ideen habe ich natürlich, wie immer. Irgendwie ist unser Busch leider weg. Muss ich wohl neu einpflanzen. Dazu brauche ich aber wieder diese Pflanzen, die hier irgendwie nirgendwo so richtig in der Nähe sind. Naja. Sticks haben wir auch nicht mehr wirklich viele. Erstmal möchte ich auf jeden Fall wieder einen Lizard haben. Der Baum hier, der Wald hier schon ein wenig geschrumpft, muss man sagen. Irgendwie. Aber naja. So ist das im Leben, wenn sich die Menschen breit machen. Oh, das sieht schon wieder so geil aus, ne? Ja. Ja, so ist das, wenn sich die Menschen breit machen im Leben. Ja, nicht, dass es jetzt schon wieder dunkel wird. Wir quasi den ganzen Tag gepennt haben. Das wäre ja scheiße. Hab ich scheiße gesagt? Ja, habe ich. Das wäre scheiße. Na. Bam! Na. Hab ich? Nee. Oh, ja! Rüstung hatten wir ja noch genug. Ne, hatten wir noch ganze 5. Jawohl. Essen haben wir jetzt auch wieder. Jetzt können wir überlegen. Ich möchte auf jeden Fall diesen Teil hier, wo die ganzen Leguane spawnen, gerne von dem Wald dort trennen. Jetzt müssen wir gucken, wie wir das machen. Von der Seite wurden wir noch nicht so oft angegriffen. Von da hinten kamen schon mal Eingeborene. Die müssen dann von da hinten gekommen sein. Das heißt, wir müssten hier eine ganze, ganze Menge zubauen. Eieiei, wie machen wir denn das? Ich will jetzt auch nicht irgendwie mich hier verbauen oder so. Ja, hier werden die Eingeborenen ja wohl langlaufen. Also, da ganz hinten anzusetzen, könnte lange dauern. Müssen wir mal gucken, wie weit ist das Wasser denn hier hoch? Okay, bis zu dem Punkt dahin, wo das Wasser hochfließt. Das wird doch ein wenig schwieriger. Ich würde sagen, wir bauen erstmal so ein bisschen, erweitern das Ganze so ein bisschen hier in die Richtung. Und dann, ich würde aber lieber auf der anderen Seite anfangen, weil die da vom Wald öfters kommen. So werden wir hier mal ein bisschen erweitern. Und gucken wir uns mal an, ob wir das Ganze hier so hinkriegen, wie wir wollen. Setzen wir da so an. So. Ja, wir müssen aufpassen, dass wir hier nicht den Baum stumpf kreuzen.
würde scheiße aussehen und auch nicht richtig funktionieren. Muss ich nur gucken, ob ich das richtig ansetzen kann. Nee, so nicht. Ja, ich sehe schon kommen, das wird dann irgendwie kacke. Ich werde erstmal hier den einen fertig machen. Damit wir so andocken können, wie wir Bock haben und das nicht von alleine andockt. Kann hin und wieder auch ein Vorteil sein. Holzprobleme haben wir ja noch nicht. Oh, da kommen schon wieder welche. Muss das sein? Genau deswegen möchte ich gerne den Wald ein bisschen abtrennen. Solange die da einfach nur rumspazieren, ist das ja in Ordnung. Soll uns nicht jucken. Es sei denn, die kommen zu uns, dann juckt uns das schon irgendwie ein bisschen. Jetzt müssen wir überlegen, wie viel Holz haben wir? 7, 14, 21. Da haben wir noch einen, haben wir 22 Holz noch. Habe ich 22 gesagt? Ja, ne? Ja, genau. Also kann man sagen, jetzt brauchen wir noch 2 Holz, haben wir noch 20 Holz. Das heißt, wir können noch 4 Mauern fertig bauen. Ne, die brauchen wir 5 Holz, ne? Ja, doch, klar. Können wir noch 4 Mauern fertig bauen, dann ist unser Holz auch schon wieder alle. Die stehen jetzt unten auf unserer Futterposition. Okay, jetzt gehen sie rennen. Wir sind schon wieder hungrig. Wir müssen das unbedingt immer tags ausnutzen, wenn wir hungrig werden. Dann hauen wir uns nämlich einen Lizard aufs Feuer. So, dass wir uns direkt wieder einfangen können. Dann müssen wir nicht irgendwie mal wieder nachts irgendwann bangen, dass wir verhungern. Und die Eingeborenen sind gerade weg. Wir wissen jetzt nicht, ob die mit noch einem Trupp wiederkommen oder ob wir jetzt einfach mal ein bisschen Zeit haben, hier das mit den Mauern ein bisschen hinzukriegen. Auch wenn wir nur noch 4 fertig bauen können. Ist gar nicht so viel, wie ich dachte. Da werden wir auf jeden Fall noch ordentlich holzen müssen. Habe ich gerade Steps gehört? Jetzt sehe ich hier natürlich nichts mehr. Aber sieht soweit friedlich aus, hoffe ich. So, jetzt bräuchten wir nochmal einen Lizard. Ein Lizard. Eine Eidechse. Eidechse. Guck mal her hier. Na. Ah. Na. Ben. So, haben wir die auch schon wieder. Satt sind wir auch. Perfekt. So, jetzt wollen wir irgendwie hier ein bisschen weiter runterbauen. Schön hoch hier geworden. So, jetzt werden wir hier so ansetzen, dass das nicht den Baumstamm kreuzt, aber auch nicht zu sehr ins Innere zieht. Ich denke mal, so sieht noch ganz akzeptabel aus. Eins, zwei, drei. Ja. So. Das können wir rein theoretisch noch fertig bauen. Ich möchte trotzdem hier erstmal ein bisschen noch weiter. Da werden wir schon wieder Unmengen an Holz brauchen. Dann werden wir das Ganze hier so ein bisschen abtrennen. Ich weiß gar nicht, ob es vielleicht reicht, wenn wir bis zum, ja, Wasser da erstmal nur bauen. Oder ob das eventuell zu wenig ist. Wenn wir hier mal noch so einen mit dem Fenster zwischenbauen, so. Daneben bauen wir einen Durchgang.
Dann kommt wieder die Defensive Wall. Nein! Warum? Wieso kommt der auf die Idee? So, wir werden jetzt erstmal unsere Baumstämme verbrauchen. Ja, ich warte ja eigentlich immer noch drauf, dass man quasi die Blaupausen und wie soll man das nennen, halt die vorgecrafteten weißen Angaben irgendwie wieder entfernen kann. Achso, da ist mir aufgefallen, ich sagte in der einen Folge ziemlich oft, ja, den haben wir ja fertig gebaut. Und, was weiß ich was noch, das hatte ich natürlich in einer Folge aufgenommen, die danach nicht mehr existiert hat. Da da einiges schief lief. Aber naja. Nehmen wir erstmal hier. Und wir haben doch noch mehr Holz, als ich dachte. Das da hinten habe ich vergessen. Wir bauen hier schon eine Reihe nach, würde ich sagen. Müssen wir mal irgendwie zusehen, wie wir das Ganze hier ein bisschen abtrennen. Damit wir vielleicht mal ein bisschen in Ruhe unser, ja, unser Leben in the Forest genießen können. Mit unseren Wildtieren. Und vor allem, ja, einfach mit uns. Wir sind ja ganz glücklich mit uns. Wir sind ganz cool. Also wollen wir natürlich auch mit uns gerne allein gelassen werden. Wenn sich eine hübsche Eingeborenenbraut dazu entschließt, sich uns anzuschließen, sind wir natürlich auch nicht abgeneigt. Aber solange bleiben wir doch Single. Und genießen unsere Zeit für uns. Nur für uns und niemand anderen. La 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 la. Ja, da müssen die Eingeborenen jetzt einfach mal mitleben hier, dass wir unseren Platz für uns brauchen. Ich hätte am liebsten hier schon wieder eine Tür gebaut oder so und habe natürlich erst da hinten wieder dran gedacht. Einfach weil ich an sowas nicht früh genug denke. Und mal wieder ein totales Unwetter in the Forest. Ich höre Regen, ich sehe zwar keinen, aber ich höre Regen. Und es donnert. So. Wir müssen uns hier mal ein bisschen breit machen. Tut uns ja leid irgendwie, dass wir den Eingeborenen in den Lebensraum wegnehmen. Vielleicht bauen wir den irgendwann ein Reservat. Boah. Immer diese Sprachfehler. Furchtbar. Wo sie sich dann austoben können und wo sie sich gegenseitig irgendwie die Beine abbeißen können. Aber erstmal werden wir den Wald für uns beanspruchen hier, so gut es geht. So, schon haben wir nur noch 4 Holz. Und bräuchten noch 36. Da wird jetzt die eine Mauer noch nicht mehr fertig. Es sei denn, irgendwas braucht nur 4 Holz. Ich weiß nicht, wie viel die mit Fenster brauchen. Ob die nur 4 brauchen, ob die 5 brauchen. Gucken wir mal. Ach, normale brauchen sogar 6, kannst du mal sehen. Die brauchen alle 5. Das war dann doch alles nicht so ganz gut berechnet von mir, aber wird sich eh nichts daran ändern, dass wir auf jeden Fall, ja, noch Bäume fällen müssen. Ich würde fast sagen, ich esse jetzt nochmal schnell in der Hoffnung, noch einen Lizard zu finden. Wäre ja ganz cool, wäre ja ganz cool. Hauen wir uns noch einen Lizard drauf. Und gönnen uns schön lecker Schmeckerl.
Ich war auch am überlegen, ob ich die No Birds Mod installiere. Soll ein bisschen mehr FPS bringen und irgendwie noch irgendwelche Fixes. Ich weiß jetzt nicht, was die gefixt haben soll noch. Ob vielleicht die Eingeborenen ein bisschen gefixt sind oder so. Wenn ihr irgendeine Mod kennt, die quasi noch ein paar Bugs ausbügelt von The Forest, dürft ihr mir das gerne schreiben, dann werde ich mich drum bemühen, die zu bekommen. Weswegen ich die jetzt doch nicht installiert habe, die No More Bots. No More Bots. Ach, was für Bots? No More Birds. Ich hatte irgendwie Angst, dass dann vielleicht mein Spielstand nicht mehr geht und ich dann wieder von vorne anfangen muss. Und das recht ärgerlich wäre. Muss ich wahrscheinlich eh abpatch. Ja. 004 wieder, aber bis dahin wollen wir gerne hier ein bisschen unser Lager ausbauen. Wir haben auf jeden Fall wieder einen Leguan. Ich weiß gar nicht, wie sicher ich jetzt. Wir schmieren uns mal mit Schlamm ein. Sind wir ein bisschen getarnt. Wir werden jetzt hier einfach noch ein bisschen Wald abbauen. Wir werden aber die Stämme erstmal wieder nicht einsammeln, sondern werden erstmal die Bäume, die wir jetzt auf Anhieb sehen. Ja, da hinten höre ich wieder was brüllen. Solange das nicht unmittelbar bei uns ist, ist ja alles gut. Auch wenn das gar nicht so weit weg klang. Ja, es klingt schon sehr nah. Ich glaube, da hinten kommen auch welche. In die Richtung, in die ich gerade gucke, da hinten links. Aber solange ich nur glaube, ich höre welche, ist ja alles in Ordnung. Wenn wir gleich wieder einen Herzanfall kriegen, weil wir ein Brett fangen von der Seite, wissen wir ja Bescheid. Eben umgucken. Ja, weiß nicht, sieht ja soweit noch hier relativ sicher aus. Wir hacken jetzt eh nur noch mal ein bisschen Bäume und dann werden wir uns in unser Camp verpissen. Unser Camp verpissen und werden einfach die Nacht abwarten. Beziehungsweise durchschlafen, wenn es denn, wenn es sich mal ergeben sollte. Dann werden wir wohl irgendwann auch, ja, den Wald da hinten noch ein bisschen haben müssen. Aber erstmal hacken wir uns friedlich hier in die Richtung. Solange die Eingeborenen uns lassen. Und werden hier ein bisschen den Wald entfernen. Hier sitzen die Eingeborenen nachts auch auf den Bäumen, hatte ich gesehen in der einen Folge, die ihr nicht gesehen habt. Aber die war sonst nicht sehr sehenswert, außer dass eine Effigy, das gebaut wurde. Und wir Stress mit den Eingeborenen hatten und nichts zu essen gefunden haben. Habt ihr also wirklich nichts verpasst? Keine Sorge. Es wird schon wieder dunkler und ich glaube, bald kommen ja auch die Eingeborenen aus den Nestern. Also machen wir mal Hack Hack und weiter geht's. Ich werde jetzt einmal hier irgendwie auf Abstand gehen. Ein bisschen die Lage checken. Hier liegen auf jeden Fall wieder ein paar Baumstümpfe rum. Ob ich den wohl noch abbauen kann? Ich wette nicht, aber versuchen werde ich's. Entschuldigung, hin und wieder muss ich husten. Jo. Ganz so dunkel ist es ja noch nicht mal geworden. Hui. Das sah gefährlich aus.
Haben auf jeden Fall wieder ein paar Baumstämme. Nehmen wir hier mal noch 2 Stück mit. Da liegen auf jeden Fall genug rum, glaube ich, um das fertig zu bauen. Das wäre ja so schon mal ganz schön. Aber das sollten wir nicht tun, wenn es so stockfinster ist. Wir werden jetzt mal ins Camp zurückgehen. Haben hier ein bisschen die Wand abgesichert. Ja, dadurch, dass es natürlich die ganze Zeit regnet, schwer die ganzen Fackeln am Brennen zu halten. So, wie Sticks haben wir eigentlich? Ja, gerade mal 5. Er kommt trotzdem auf die grandiose Idee, sie in die Hand zu nehmen. So. 1 Stick haben wir da noch. Warum packt er den da nicht rein? Möglicherweise, weil es voll ist. Jetzt wird angezeigt, wir haben 0 Sticks. Okay. Haben wir hier noch Sticks mitgenommen. Da ist voll, da ist voll. Packen wir hier noch rein. Ja, irgendwie lassen sich die ja schlecht mitnehmen. Ah, jetzt. So. So ist das ein bisschen nach Reihenfolge geordnet. Und jetzt heißt es quasi abwarten, bis es richtig Nacht ist. Schon traurig, ne? Hier, alle Lockholder waren voll. Bis auf der hier. Jetzt nicht mehr. Naja. Checken wir mal kurz die Lage. Das Gute ist, die Eingeborenen können ja jetzt nicht mehr hier direkt um die Ecke stehen, beziehungsweise können sie schon, aber können uns halt nichts mehr. Es sei denn, sie bangen sich durch. Also können wir eigentlich problemlos hier hingehen. Ich würde fast sagen, ich lege mich gleich einfach hin. Wir werden ja sehen, wann wir wach werden. Ob es Tag ist, ob es Nacht ist oder ob es irgendetwas dazwischen ist. Vorerst werde ich gucken, wie lange die Episode schon geht. Ja, da geht noch was. Brauche ich noch nicht direkt unterbinden. Legen wir uns mal hin. Scheint sogar Tag zu werden. Glaube ich. Hoffe ich. Und egal was es wird, wir haben auf jeden Fall schon wieder Kohldampf. Ja, komm. Wir essen. Ja, es wird Tag. Sehr schön. Vielleicht, weil wir jetzt ein bisschen besser abgesichert sind. Sieht aus, als zwischen den Baumstämmen jetzt wäre da irgendwas, ne? Ist da ein Baumstamm hingerollt oder so? Oder so? We will see. We will see. Es wird auf jeden Fall Tag. Würde jetzt gerne auch schon noch, dass es richtig hell wird. Da stehen Eingeborene, habt ihr gesehen? Die gehen aber gerade weg. Sehr, sehr schön. Sollen sie mal machen? Sollen mal weggehen? Ich meine, so ist das ja bisher nur ein bisschen abgetrennt. Wir möchten es ja eigentlich sogar komplett schließen. Mal gucken, wie gut uns das gelingt. Habe ich den? Ganz so. Es ist so dunkel, dass ich nicht sehe, ob ich was auf den Armen trage. Ja.
Die Eingeborenen haben sich auf jeden Fall aus dem Staub gemacht. Nutzen wir die Zeit, um unsere Mauern hier weiterzubauen. Wobei ich die eine Mauer ungerne verwerten möchte. Beschmieren wir uns nochmal mit Schlamm. Ja, because we are invisible, so... So sind wir, glaube ich, schlechter zu entdecken für die Eingeborenen. Und das ist ja von Vorteil, würde ich behaupten. Wieder mal möchte ich gerne die hier holen, weil die sich irgendwie speziell abgetrennt haben von dem anderen Holz. Bin ich nie ein Freund von. Fenster ist zumindest gleich fertig. Und die Tür wird danach auch fertig gemacht, aber jetzt bekommen wir hier Probleme. Oder nicht? Auf jeden Fall kam da gerade ein Eingeborener langgelaufen. Dann gucken wir mal nach einem Lizard. Wenn die so freundlich wären, hier wieder rumzulaufen. Ich habe das Gefühl, es dauert immer ein bisschen, bis die spawnen. Oder auch, welches Gefühl ich auch schon mal hatte, dass die mehr rumlaufen. So quasi, dass sie alle spawnen zu einer bestimmten Uhrzeit. Irgendwie so gegen ganz früh morgens. Ich würde immer so auf 5 Uhr tippen. Was ich gucken wollte, das hat mir hier eine Uhrzeit auf dem Handy. Nein, nur die Steps. Die zählen scheinbar nur seit der Aufnahme. Temperatur zeigt das Ding auch nicht an. Ziemlich nutzlos. Oh. Da kommt jetzt auch mal eine kleine Invasion von den Eingeborenen. Habe ich mich gerade vom Vogel erschrocken. Ich habe gerade gedacht, da sind eingeborene Beine. Das wäre es ja jetzt gewesen, ne? Wenn plötzlich einfach so ein eingeölter Typ vor uns steht. Wir sind jetzt auf jeden Fall mit 3 Trupps hier. Mit 3 Trupps, um auszuchecken, was hier los ist. Und ich muss auf jeden Fall aufpassen, dass das Feuer am Brennen bleibt. Man weiß ja nie in the forest. Man weiß ja nie. Ach ja. Stricken wir uns mal aus. So. Da sehe ich, glaube ich, etwas. Hätte ich auch mal noch irgendwie ein Fenster reinbauen sollen. Okay, die einen pendeln da unten gerade wieder weg. Wir haben schon wieder Hunger. Nutzen wir die Zeit, um noch ein Leguan zu futtern. Schon, wie ich sag, schon wieder Leguan. Ist ja so gesehen, die korrekte Übersetzung wäre Eidechse.
Aber naja. Wir nennen sie einfach mal Leguane. Ist ja im Prinzip das gleiche. Ist ja auch eine Eidechse. Na komm. Wir möchten gerne zeitig essen. Angst um Blätter brauchen wir wirklich nicht haben. Wie viel haben wir denn mittlerweile? 677 Blätter. Das sollte reichen. Ich hätte gerne 677 Sticks. Aber man kann ja nicht alles haben. Ich sag schon wieder Sticks. Ich meine natürlich Logs. Wobei ich auch kein Problem mit so vielen Sticks hätte, muss ich sagen. So, da haben wir direkt wieder Nahrungs... Nein. Stehen bleiben. Halt, stopp. Na. Ja. Wollte er uns flachsen hier? Einfach mal Richtungswechsel. Nein, halt. Halt. Nein. Ja. Da explodiert jetzt einfach mal der Leguan, so wie es sonst die Leichen tun, und fliegt ins Wasser. Die Büsche spawnen immer wieder neu, kann man sagen. Von daher werden wir hier nie einfach so direkt eine frische Übersicht haben. Also suchen wir uns einfach einen neuen. Er hat uns gerade mal Skin gegeben, was wir nicht brauchten. Oh, hi. Bleib mal stehen. Wir wollen dich nur essen. Aber jetzt noch nicht. So. Ich hoffe, der wird hier nicht so in der Luft bleiben. Nicht, dass die Eingeborenen drunter durchkriechen können. Das wäre ja schon ziemlich doof. Und ich hoffe, hier sitzt nirgendwo einer auf dem Baum. Der nur drauf... Oh, nee. Was ist denn hier gerade los? Nee. Das ist mir alles zu riskant. Die sollen weggehen. So, unsere Sticks werden allein schon immer wieder ein bisschen aufgefüllt, dadurch, dass welche in der Basis spawnen. Ist hier nicht unbedingt der Nachteil. Feuern wir den mal ordentlich an hier. Damit der auch ein bisschen brennt. Haben wir schon wieder einen Stick. So. Ja, ich würde sagen, ich beende dann jetzt hier auch die Aufnahme. Also wir sind auf jeden Fall dabei, unser Camp abzuschotten, damit sowas wie da jetzt nicht mehr vorkommt. Es wird eine ganze Weile dauern. Aber ich bin mir sicher, wir kriegen das hin und ihr solltet unbedingt dabei sein. Also bedanke ich mich fürs Einschalten. Bitte nach wie vor um Feedback, falls euch irgendetwas stört oder nervt, sagt es mir. Ich werde dann versuchen, meine Spielweise anzupassen. Und in diesem Sinne würde ich sagen, bis zum nächsten Mal hier bei The Forest oder hier in The Forest bei Solinex.